Scheiße, Leute. Frag mich nicht, wie ich das gemacht habe. Aber ich komme hier nicht mehr weg. Oh Gott. Oh, bitte geh nicht drauf. Komm, schnapp dir das Ei. Schnapp dir das leckere Ei. Hey, Leute. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ark. Und ja, heute zähmen wir unter anderem ein Level 140 Basilisk. Und wir finden auch raus, wie geil der Rock Drake einfach für Ragnarok ist. Der hätte hierfür erfunden werden müssen und nicht für Aberration. Okay, Leute, viel Spaß bei der Folge. Bis gleich. Scheiße, Leute. Frag mich nicht, wie ich das gemacht habe. Aber ich komme hier nicht mehr weg. Oh Gott. Oh, bitte geh nicht drauf. Okay. Alles im grünen Bereich. Oh Mann. Was ist hier? Okay, ich dachte, da wäre irgendein Angreifer gewesen. Und da ist er schon. Piranhas. Ah, gegen die kann ich kaum was machen. Ah, rückwärts schwimmen hilft. Hey. Wieso gehst du nicht rückwärts? Aha. Scheiß drauf. So viel Schaden machen die mir auch wieder nicht. Ich gucke einfach, dass ich da hinten irgendwo an Land komme. Oha! Level 170. Ah, da vorne ist näher. Ich gehe da an Land. Also im Schwimmen sind die Rechte mal echt scheiße. Aber was will man auch erwarten mit so Krüppelärmchen? So. War das der 170er gerade? Ah, mit dem will ich mich, glaube ich, lieber nicht anlegen. Ey, Freundchen. Ups. One hit. Ein Level up. Sehr schön. Na, dauert nicht mehr lange, dann ist der auch auf Maximum. Na. So, Leute, wir sind jetzt fast auf Maximum Level. Also ein Level up kommt noch, dann ist fertig. Und ich habe gerade einen Basilisk gefunden mit sehr hohem Level. Den überlege ich gerade, ob wir den zähmen sollen. Ich räume gerade noch ein bisschen die Umgebung hier auf. Ich habe keinen Bock, dass dann andere Viecher hier den unterbrechen, ablenken, wie auch immer. Weil seine Zähmung funktioniert ja ein bisschen anders. Da muss man ja Eier hinlegen, die er dann fressen soll. Und ja, ich glaube, wenn da zu viele Viecher in der Nähe sind, dann ist er die ganze Zeit abgelenkt und geht dann nicht auf die Eier. Außer uns. Uns geht er dann auf die Eier, weil er die Eier nicht frisst. Ja, und sobald ich hier aufgeräumt habe, beamen wir uns erstmal nach Hause. Bist du? Raptor. So, alles geklärt. Da ist er. Ein Level 140. Ich glaube, das ist der höchste, den ich bis jetzt gefunden habe. Ich weiß auch nicht genau, welche Eier
am besten geeignet sind, um den zu zähmen. Ich schau mal gerade im Dodo-Dex nach. Wo ist er denn? Basilisk. Okay. Also beim Basilisken funktioniert das nur mit Rock-Drake-Eiern. Ich dachte, man könnte jedes befruchtete Ei nutzen, aber das geht anscheinend nicht. Habe ich noch welche davon? 3 Stück. Ja, mit meinen Einstellungen könnte es sein, dass die 3 reichen. Ich weiß es aber nicht. Ja, wir versuchen das einfach mal. Ach so, vielleicht nehme ich besser ein anderes Tier als den Rex mit. Der ist ein bisschen behäbig, sage ich mal. Wo ist denn der Pink Panther? Da vorne. Nehmen wir mal den. Der ist ein bisschen flotter unterwegs. Da können wir besser ausweichen und sowas. Weil der Basilisk spuckt ja dieses grüne Gift, Säure, was auch immer. Wo ist er denn? Oh, der ist schon rausgekommen. So, dann lassen wir mal ein Eichchen fallen. Gucken wir mal, ob er darauf reagiert. Nein. Komm, schnapp dir das Ei. Schnapp dir das leckere Ei. Ja. Und ich hab's nicht gesehen, och Mann. Level 209. Oh, krass, dass ein Ei gereicht hat. Oh, du bist ja ein hübsches Kerlchen. Die Farbe ist auch echt cool. Dieses weiß-orange an der Seite. Und was ist der Körper für eine Farbe? Oh, das hier ist auch so ein Türkis. Der Körper ist mehr, ja, schwarz-grau, keine Ahnung. Sehen wir, wenn die Sonne aufgegangen ist. Gut, dann bringen wir unseren Freund mal nach Hause und basteln direkt mal einen Sattel. Zip. Ich weiß gar nicht, kann man die Basilisken miteinander paaren? Das wäre ja echt cool. Boah, Junge, was hast du für einen Wendekreis? Alter Schwede. Gut. Sattel. Basilisk-Sattel. Da. Nicht genug Ressourcen. Was fehlt denn? Alles. Schön. Ja, dann machen wir mal ein paar von der grünen Kacke da. 45. Dann noch. Ja, den Rest müsste ich aber haben. Ja. Ich habe übrigens eben was Komisches in einem Drop gefunden. Bauplan für Pflanzenspezies Y-Falle. Macht Menschen und kleinere Kreaturen bewegungsunfähig. Habe ich noch nie gesehen, weiß ich nicht, was ist. Hier steht auch kein Rezept dabei. Ich guck mal gerade, ob man das hier drin machen kann. Ich weiß nicht, wo man das baut. Oder wie man das baut. Vielleicht so.
oder so. Es ist keine Ahnung. Da muss ich mal bei Gelegenheit googeln. Blueprints da. Oh, die Schränke werden auch immer voller. So. Basilisk, wo bist du denn hin? Hier vorne. Bis aufs Dach hängen da. Und kommen wir da auch weg? Oh, ist das eng. Oh, der ist aber ganz schön flott. Habe ich nicht gedacht. Mal, was der so an Schaden macht. 415. Ungelevelt. Und das? Nicht getroffen. Ich suche mir mal ein größeres Ziel. Als diesen komischen kleinen Dodo. Aber wenn er so durch die Büsche geschlängelt kommt, den sieht man ja gar nicht kommen. Ey. Coole Sau. Da ist was. Ah, das fliegt. Ah, wäre noch cooler, wenn wir was aus dem Flug treffen. Bams! 906. Das ist ja mehr als doppelt so viel als eine normale Attacke. Aber der Schuss ist auch sehr langsam. Schwer damit, bewegliche Ziele zu treffen. Da vorne ist noch was. Bams. Ach, guck mal, wie schnell bist du denn im Wasser? Oh. Da habe ich aber mehr erwartet. Aber die Animationen sind echt cool. Nice. Komm, beweg dich, Regenwurm. So, wie können wir uns denn einbuddeln? Auf Space-Taste. Ah, da verbrauche ich aber Sauerstoff. Also am besten mit dem Taucheranzug. Also sobald man stehen bleibt, hält er hier die Fühlerchen raus. Ist ja auffällig, okay. Also sonst wärst du auch, glaube ich, zu overpowered, wenn man den überhaupt nicht mehr sehen würde. So, kannst du noch was? Auf C? Schreien? Mäh. Vielleicht so etwas besser. Du spuckst aber ganz schön, mein Freund. Ach krass, eben im Dunkeln sah der noch so richtig schwarz-grau aus. Jetzt ist er schon mehr weiß eigentlich. Oben drauf ist mehr braun. Ah, der gefällt mir aber echt gut. Okay, aus dem Türkis ist grün geworden. Auch nicht schlimm. Ja, cool. Ein neues Mitglied in unserer Gang. In der Saurierfamilie. Boah, der ist aber an Land ist er echt schnell. Schade, dass er im Wasser so lahm ist. Ah, wir bringen dich mal bis hier vorne. So. Hier kannst du bleiben. Boah, wie groß der ist. Und gerade die Schrift wegmachen. Langsam fängt die an zu stören, die Schrift, bei so vielen Dinos.
sieht man überall nur noch grün. Das sieht echt scheiße aus. So. Ja, ich habe jetzt noch mal im Internet nachgeguckt und leider kann man mit dem Basilisken nicht brüten. Aber ja, der ist auch so schon ganz cool und stark. Und wir haben auch echt ein schönes Exemplar gefunden, finde ich. Er sieht cool aus. Und ich glaube, jetzt mache ich mich mal weiter mit dem Rock Drake auf dem Weg. Der ist ein bisschen, wie nenne ich es, geländegängiger als der Rex. Und ja, schauen wir mal, was wir sonst noch so finden können auf der Karte. Boah, Leute, auf Ragnarok macht der Drache echt so viel Spaß. Ich finde den hier tausendmal angenehmer als auf Aberration. Ja, vor allem bei Ragnarok gibt es so viele Schluchten und Berge und das passt einfach hier richtig perfekt rein. Ich habe überlegt, wenn man den... Der hat ja jetzt noch nicht so einen krassen Angriffsschaden, aber... Wenn wir den noch auf Max-Level bringen, dann kann man den durchaus mit zum Bossfight nehmen. Wenn das möglich ist. Ich meine, zum Aberration-Bossfight kann man den auf jeden Fall mitnehmen, das habe ich schon gesehen. Bei anderen Bossen weiß ich jetzt nicht. Aber warum eigentlich nicht, ne? Wäre blöd, wenn man den woanders nicht mitnehmen könnte. Ich hatte jetzt auch zeitweise überlegt, ob man vielleicht mal hier in die Wüste umziehen soll. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Hier ist ja dieser coole Tempel unter anderem. Das nicht, aber da hinten. Und ich fände auch eine coole Idee, wenn man die Brücke irgendwie, die hat ja zwischendrin so Löcher, wenn man die irgendwie reparieren könnte, das wäre schon genial. Ich bin mit dem Rex eben schon mal darüber geheizt. Das funktioniert also. Da kann man über die Löcher drüber rennen. Aber als also Spieler können das auf jeden Fall nicht. Außer vielleicht mit dem Glidesuit oder so. Ich guck mal, ob der Rock Drake auch drüber rennen kann. Ne. Natürlich nicht. Kann ich bitte hier raufklettern? Danke. Und zwar wäre doch eigentlich cool, da hinten in diesen Tempel eine Base zu bauen. Ich weiß nicht, wie gut das funktioniert, dass sich die Bauteile da integrieren. Oh, da sind sogar Viecher drin. Aber ich finde den Tempel echt cool gemacht und der ist auch groß. Da könnte man locker eine Base reinbauen. Na komm, geh mal rauf. Nein! Und hier ist ja massig Platz. Hier könnte man auf jeden Fall einiges hinbauen. Ah, ist eine Überlegung wert. Wie gesagt, schreibt mal gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet. Und auch gerne Vorschläge für einen Namen für den Basilisken. Mir ist leider bis jetzt noch kein Name eingefallen.
Ich habe überlegt, vielleicht so wie die Harry Potter Schlange, aber ich habe leider vergessen, wie sie heißt. Acht Levels. Oh, ein bisschen im Nahkampf Schaden. Irgendwo Freiwillige, komm mal her. Oh, in der Ego-Perspektive sieht man ja gar nichts. Da ist jemand. Oh, 2200 schon. Ja, das ist auf jeden Fall ausbaufähig. Ey. Jetzt sei doch nicht so lahm. Also mit dem kommt man echt so schnell über die Karte. Ich glaube, der ist auch schneller als so mancher Flugtino. Und wenn man hier mit einem Flugtino einmal auf dem Boden festhängt und angegriffen wird, die sind halt nicht so stark, leider. Der Rockdrake hat da schon mehr Power. Also der ist echt mein neuer Favorit, glaube ich. Oh, Ausdauer ist leer. Wohin? Ah. Ja, das war ja super. Komm mal hier. Siehst du mich? Oh, da fliegt ein Wyvern. Ist das der 170er von eben? Ja. Ja, der Rockdrake ist schon was Feines. Wenn ihr für den Namensvorschlag habt, auch gerne in die Kommentare. Ich bin für alles offen. Jemand hat mir mal gesagt, wer für alles offen ist, der kann nicht ganz dicht sein. Das ist eine Lebensweisheit vom Allerfeinsten. Gut. Alles klar, dann denke ich mal, war es das auch für heute. Und ja, wie immer hoffe ich, die Folge hat euch Spaß gemacht. Und wenn ja, dann lasst mir gerne ein Like oder Kommentar da. Und wenn ihr mehr sehen wollt, dann abonniert natürlich gerne meinen Kanal. Jeden Tag 16 Uhr kommen die Videos. Ja, so oft ich schaffe, wird auch Final Fantasy rauskommen. Aber ja, ich will halt Ark und Subnautica nicht vernachlässigen. Darum wird aus Final Fantasy keine regelmäßige Sache. Halt immer so, wie ich es schaffe, werde ich davon mal eine Folge zusätzlich raushauen. Und ja, bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.